Das Neutralitätsgesetz besagt, dass in religiösen Fragen Zurückhaltung zu wahren sei. Zurückhaltung in religiösen Fragen. Macht ein Kopftuch also befangen? Tja, und vor allen Dingen, was ist dann mit den ganzen Christen, die Kreuze um den Hals tragen? Dürfen die jetzt auch alle hier nicht mehr arbeiten? Für uns macht das nicht so richtig Sinn. Wir suchen mal nach Antworten auf der Straße. Macht ein Kopftuch gleich befangen? Manche Leute schon, ja? Mich nicht. Nein, also das Gehirn ist ja nicht im Kopftuch drin. Also das Mensch ist was anderes, Kopftuch ist was anderes. Kopftuch ist ein religiöses Zeichen dafür, ne? Wie sie halt ein Kreuz tragen oder ne? Und so ein Kleidungsstück ist es also. Neutralität! Neutralität! Finde ich überhaupt nicht, weil da rennen so viele mit Kopftuch rum und leben gar nicht im Islam. Das ist nur ein Accessoire für mich. Schwierige Frage, schwierige Frage. Wenn es nur eine kleine Kette ist und man es nicht sieht, dann habe ich auch nichts dagegen. Aber jetzt so ein radikal zu zeigen, dass man daran glaubt und so, ist für mich zu extrem. Ich meine, für mich ist es kein Unterschied, ob es ein Kopftuch ist oder Brille ist oder Käppi ist. Mensch ist Mensch. Ich finde, das ist diskriminierend. In öffentlichen Ämtern hat das so nichts zu tun, weil es eine Beeinflussung gibt und das, glaube ich, ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ich finde, wenn du mir verbietest, deine Religion auszuleben, nur weil du ein öffentliches Amt bekleidest, das ist eine Art das Gleiche, wie jemanden davon überzeugen zu wollen, eine bestimmte Religion anzunehmen. Ihre Persönlichkeit verändert sich dadurch nicht, ihre Qualifikation wird sich dadurch nicht verändern, überhaupt nicht. Und wir sind alle Neuköllner hier, Kunst schaut sich um, funktioniert gut, gemischt. Ich fühle mich nicht bedroht, ich kopf sicher. Was wiegt mehr? Neutralität oder Glaubensfreiheit? Fakt ist, es gibt in Berlin nun mal das Neutralitätsgesetz. Und so darf die junge Muslima zwar ihre Ausbildungsstelle anfangen, allerdings den Bezirk Neukölln in dieser Zeit mit Kopftuch nach außen nicht öffentlich vertreten.